Interesse. Wir hatten schon im Vorfeld in unserer letzten Sendung auf die rechtslastige Anna-Berg-Gedenkfeier aufmerksam gemacht. Am Sonntag, dem eigentlichen Gedenktag, war unser Autor Uli Hagmann nochmals vor Ort. Schliersee, Sonntagmorgen kurz nach 9. Starke Polizeikräfte sichern die Ortschaft. Spezialeinheiten sind angerückt, um die Kapelle auf dem Weinberg zu beschützen. Hier soll heute zum 84. Mal der Oberbayern gedacht werden, die 1921 bei den Kämpfen um den polnischen Annaberg in Oberschlesien gefallen sind. Organisiert wird die Gedenkstunde vom rechtsextremen Freikorps Oberland. Es sind Gegendemonstrationen angemeldet. Doch irgendwie ist es seltsam ruhig. Keine Freikorps-Fahnen, keine Freikorps-Uniformen, nur ein paar harmlos wirkende Wandervögel mit Gitarren und einige ältere Herren haben sich um die Gedenktafel versammelt, die mit frischen Kränzen geschmückt ist. Dann erfahren wir, die Veranstaltung ist kurzfristig abgesagt worden. Den Veranstaltern war wohl der Medienrummel zu groß geworden. Der Zeitspiegel hat letzte Woche berichtet, wie hier in den Vorjahren die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen wurde und die Verbindungen zwischen Freikorps Oberland und SS aufgezeigt. Die alten Kameraden sind empört, dass ihre Gedenkfeier gestört worden ist. Links ist erlaubt, rechts nicht. Wir wollen in Ruhe und würdig unsere gefallenen Kameraden gedenken. Das wollen wir. Zur gleichen Zeit hat sich in der Ortsmitte von Schliersee die Gegendemonstration formiert. Lauthals werden die Gräueltaten des Freikorps Oberlands angeprangert. Wehe vor dem Hitlerputsch, bei jeder Schweinerei, bei dem Oberland dabei. Die alten Kameraden oben an der Kapelle wissen nichts von Gräueltaten und Morden und schon gar nichts davon, dass die Freikorps Hitler den Weg freigeschossen haben. Möchte ich nicht sagen, dass man hat nichts gehört. Dass sie etwas Gegenteiliges getan hätten, da hat man nichts gehört. Das wird vielleicht jetzt gesucht. Man sucht. Die Zivilpolizei vor Ort fängt jetzt auch an zu suchen. Irgendwas scheint mit den Schleifen an den Grenzen nicht in Ordnung zu sein. In Ehre und Gräuel. Die Kameraden der AI aus wie München, was das immer heißt. AI Heinrich Ihrag. Die HIAG ist die Hilfsgemeinschaft der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS. Treue Schwüre von alten Nazis und auch die jungen Wandervögel bekennen Farbe und sagen jetzt, warum sie hier sind. Um den Freikorps Oberland zu gedenken, die München von den kommunistischen Orden befreit haben. Schwenk um, Kamerad. Schwenk um. Mein Name ist Pavlik, ich bin Stadtrat von Germering. Die Täter des 20. Jahrhunderts sind? Die Täter sind die Polen und ihre Opfer waren Litauer, Ukrainer, Weißrussen, Tschechen, Deutsche und Juden. Das muss mal gesagt werden. Und das sage ich.